Oh, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Total Warhammer 3 mit den Skaven unter Clan Skryer. Und Piratenflut steht kurz bevor, würde ich mal sagen. Also, ich glaube wirklich, wir sind sehr kurz davor. Entweder jetzt diese Runde oder die nächste, irgendwie so müsste jetzt kommen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Runden nicht mitgezählt, aber ich habe so dieses Gefühl einfach, dieses Bauchgefühl. Ich meine, wenn man lange Total War spielt, dann... Okay, ich werde im Pfeildorf angegriffen. Und wir haben auch eine normale Siedlungsverteidigung. Dankeschön. Okay, bevor das losgeht, gibt es erstmal im Pfeildorf eine übelste Schlacht. Aber meine Güte, wollt ihr es jetzt plötzlich wissen. Okay, so viel... Oh, ich habe keine... Oh, ich habe vergessen, die Nuke zu machen. Egal. Oh, ich hätte große Armeesteuern rausnehmen sollen, ne? Zumindest kann ich mit den Verstärkungen nicht so viel, also zumindest jetzt kann ich hier mit meinen Verbündeten nicht so viel anfangen. Das meiste kommt von da. Da kommt Elspeth. Oh Gott, erstmal sortieren. Wisst ihr was? Kommt mal alle her. Gibt's irgendwelche schönen Sniper-Positionen für Jessales? Da haben wir ein bisschen was, das wir nutzen könnten. Elspeth, müssen wir Shooty Shooty Kill Kill. Das machen wir am besten von hier. Und snipern die weg, sobald sie zu nah ist. Das machen wir auch mit einer der Warp Lightning Cannons. Wir lassen einmal Storm Vermins da. Wir müssen. Was haben wir hier eigentlich alles, Ritter? Das ist alles, fast alles Kaff hier. Bleiben wir mal auf Bereitschaft, hier aufzupassen. So, hier. Extra Beschuss. Da wird so schnell niemand kommen. Den würde ich gerne einmal besetzen. Ah, dieser schräge Winkel ist, glaube ich, ganz gut. So, Todeswindkugelgrenadiere. Ich hätte ungern, dass die mir gleich weggeschossen werden zu Beginn, deswegen bleiben die erstmal unten auf Bereitschaft. Schattenläufer mit Schleudern. Ihr könnt mir mal mit hier rauf. Wird der Verteidigung der Mauer helfen? Da haben wir nochmal Gatterrunners, die helfen auch mit hier oben. Ich muss so schnell es geht halt die ausschalten.
Kommandantin. Du hilfst bei den Hauptarmeen hier mit. Ne, das war die Armee mit diesen ganzen Warlock-Technikern. Ich habe die da letztens verwechselt. Eine Warlock-Techniker bitte hier. Hier haben wir noch ein weiteres Katapult. Oh, das sage ich doch nicht nein. Stellen wir noch so auf. Hier stelle ich jemanden mit mir dazu. Ich hätte die ganze schnell, es geht weggeschottet. Was haben wir noch? Warp-Bohrer können wir hiermit aufpassen. Nur noch zweimal Rattling Gunners. Oh, weh, das wird so eine Schlacht, wo ich dann kurz vor Ende einen Absturz bekomme. Ja, das ist eigentlich wirklich so ein Kampf, wo ich sagen muss, da können die Poison mit dem Mord auch richtig viel Schaden machen. Und da sollen die mal schön hierher und ihr Poison-Wind-Mortar-Ding machen. So, noch irgendwo Einheiten übrig. Ja, da habe ich noch einmal normale Sturmratten. Die bleiben auch mal auf Bereitschaft. Das müsste alles gewesen sein, ne? Ne, hier haben wir noch mal Sturmratten. Ja gut, ne, im geschenkten Gaul. Schaut mal nicht ins Maul. Kurz mal Zeitlupe, wir müssen ein paar Sachen einstellen. Einmal das hier. Der Dampfpanzer wird mal hier beschossen. Können die Giselles auf sie schießen? Nicht wirklich, ne? Der Weg ist, glaube ich, blöd. Doch, sie können. Sehr gut. Dann gehen wir her, machen wir die ballistische Kalibrierung. Bessere Feuerrate. Dann böllern wir die nämlich über den Haufen. Wie schaut es hier drüben aus? Ah, das sieht sehr gut aus. Da ist genau der Beschuss so, wie ich es gerne hätte, auch von den verschiedenen Winkeln. Sehr gut. Funktioniert da. Das ist so viel besser, als diese komische, extrem verwinkelte Siedlung da anzugreifen. Okay, Elspeth ist gleich down. Elspeth, Entschuldigung. Da hätte ich jetzt eigentlich die Global Deals gebraucht. Wir bringen halt nicht ganz so viel, aber ein bisschen was bringen sie. Mal hierhin positionieren, bitte. Das gilt auch für euch, liebe Giselles. Gerne noch irgendwo unterstützend hier aufgestellt. Scheint nämlich gut zu funktionieren.
Torzustand ist noch halbwegs okay. Hier ist er schlechter. Und hier können wir eine kleine Todesfalle aufbauen für alle, die durch wollen. Oh ja, ich glaube, das tut ein bisschen weh. Auch für die Dampfpanzer. Oh, die Tessels da auch reinschießen. Sehr schön. Geht mal ein bisschen rüber, dass nicht so viel erwischt, wenn das Tor zerstört wird. Aktiv. Weil die Ritter Sonnenorden sind ja auch ganz schön gut zerschossen von dem Turm schon mal. Das gefällt. Ich weiß nicht, ob das viel Schaden gegen Kavallerie gemacht hat, aber wir werden es sehen. Oh ja, doch, ganz gut. So, kommt jetzt die ganze Verstärkung an. Herzlichen Dank. Das sind meine Schattenläufer leider, die abgeschossen wurden, aber ist okay. Boah, ihr habt da schon echt schnell fast keine Munition mehr. Ich würde gerade sagen, könnt ihr nicht schießen von hier, das ist doch perfekt so ausgerichtet. Sehr schön, die Bärenkämpfer holt ihr euch mal so. Da kommen ein paar Bogenschützen, die Mauern hoch, aber halb so wild. Hier versammeln die sich gerade alle. Oh, hier hätte ich jetzt die Warp-Bombe benutzen sollen. Ah, die Kavallerie geht vorher aber trotzdem weiter hier durch. Das gefällt mir gar nicht. Ich meine, okay, es sind Sturmratten, die sollten da ganz gut halten, wenn die Gegner durch wollen. Kann trotzdem sein, dass die Unfug machen. Das sind ganz normale Bogenschützen. Die wissen, wenn die Gatteran das auch im Nahkampf kaputt machen können. So, das läuft gut. Da kommen jetzt welche zwar die Mauern hoch, aber die werden da auch richtig schön begrüßt von meinen ganzen Schützen. Apropos Bückes von meinen Schützen, genau wie dieser Dampfpanzer da. Der hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Zack, kaputt. Chuchu. Und er hat eh bald keine Munition mehr. Zerstört. Ja, das war abzusehen. Okay, mehr verhalten wir ihr Stand. Hier drüben ist weiterhin diese Engstelle, einfach nur ein totaler Tod für die Gegner.
Ist das der Augenblick, wo ich meine Todeswind-Kugelgrenadiere hochtun sollte? Eigentlich schon, ne? Eigentlich sogar perfekt, wenn ihr mich fragt. Sollten aber wirklich mit darüber. Das sind die meisten Gegner. Oh ja, sehr schön. Die Demigreifenritter werden hier gerade zerlegt. So, hier hinten ist irgendwie dieser Dampfpanzer zu meinen Rettlingern angekommen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ah, ihr könnt von hier aus hoch. Perfekt, dann geht man da hoch und schießt da runter. Man kann von da aus darüber. Tatsache, da ist so eine Treppe. Ich dachte, das ist nicht miteinander verbunden. Macht die Sache viel einfacher. Okay, die geben alle auf. Aber wie sie aufgeben. Oh, ihr geht mal kurz wieder zurück. Es gefällt mir gar nicht, wie ihr beschossen werdet. Hier ist auf jeden Fall gut was los. So, dass ihr den von hinten abschießt, bitte. Der hat seitlich und hinten schwächere Panzerung. So oder so. Einer von den beiden Trupps wird ihn auf jeden Fall auf seine Schwachstelle treffen können. Ja, regeneriere dich hoch. Ist in Ordnung. Oh ja, das wird jetzt gut wehtun. Sehr gut, das wählen wir ab und die machen auch weiter Kills. Stormwürmer, oh, die Stormwürmer, ne? 144 Kavallerie-Kills. Ja, das war's gleich für den Panzer. Noch Sturmratten hier, die machen auch nochmal extra Schaden dran. Und down. Das Ding stürmt nochmal auf mich zu. Lass es gut sein! Oh mein Gott. Wenn man nicht weiß, wann man aufhören sollte, ey. Kriegt ihr den nicht erwischt von hier? Sieht doch ganz gut aus. Wir haben wirklich noch verdammt viele Panzer. Ah, die kommen gar nicht auf die Mauer hoch, die Warpgrinder. Ungeil. Die von hier aus nichts abgeschossen. Ist doch eigentlich ein guter. Wo kommt die denn her? Ah, ich sehe. Okay, dreht mal um. Genau, schießt die mal weg. Thank you.
Jetzt geschossen wenigstens irgendwie, ist der Winkel richtig kacke die ganze Zeit. Okay, weil so ein kleines Hügelchen im Weg ist, ne? So, es fliehen immer mehr Gegner, das finde ich super. Ja, ich glaube, die fliehen jetzt alle bis auf die Dampfpanzer eben. Diesen Teilen kriege ich die aber auch gut angeschossen. Wieder so ein Landschiff. Nicht beim Turm. Geht auf Belagerungsmauer. Hat auch durchaus rüstungsdurchbrechenden Schaden, der Turm. Von daher macht er schon Schaden hier dran. Panzer kommt hier durch, das gefällt ganz gut. Warp-Bohrer, bitte mal in die Panzer rein. Das hat Aua gemacht. Aber die Türmchen machen jetzt noch ein bisschen was. Gossenläufe. Das Landschiff restlich weg. Herzlichen Dank. Jetzt bloß noch das hier. Wann hat's meine. Oh, die haben sogar Fähigkeiten. Warpbeben. Oh, die machen das direkt im Bereich um sich herum. Geschwindigkeit, ich bekomme von Schaden zu. Seismische Welle. Kann sich nicht bewegen. Ah, die Gegner werden einfach verlangsamt. Okay, hier bewegungsunfähig gemacht. Du Mist, die haben immer noch, der hat immer noch viel zu viel Munition für meinen Geschmack. Jetzt zu stehen.
Sturm ist halt mit gewaltig Verlusten verbunden, aber wir können das im Notfall mit denen machen. Mit denen. Mit denen. Bisschen. Das Ganze jetzt normalerweise, wenn es jetzt eine reale Schlacht ist, wenn es jetzt so wäre. Hä? Ach, weil die dieses Tor eingenommen haben. Warte mal, ganz kurz. Macht mal wieder auf hier. Wenn es jetzt eine Schlacht wäre, wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, so meinte ich das. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch einfach AFK gegangen. Kaffee holen oder sonst irgendwas. Ach nee, halt, hier muss ich einnehmen. Da hätte ich gewartet, bis die Türme es erledigt haben. Aber ihr wollt ja auch was sehen. Den hat es schnell zerstört. Nice. Ah, jetzt konnten die Kanonen schießen. Die Warblitzkanonen, sehr schön. Bitte nicht abstürzen oder so. Bitte lass mich das nicht umsonst geschlagen haben. Oh, wir haben... Oh mein Gott, wir haben einen unserer Seuchenpriester verloren. Oh, hat er überlebt? Der hat, glaube ich, ganz knapp überlebt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wo und wann ist das passiert und wieso? Eine Katapult, das hat auch gut reingehauen. Die einen Globadiers, die auf die Ritter schießen konnten, waren auch mega gut. Und auch der eine Rettlinganer-Trupp, der seinen Spaß hatte. Jeder hat seinen Beitrag geleistet. Oh, er hat überlebt! Oh mein Gott, alles hat überlebt! Mehr schlecht als recht, aber überlebt ist überlebt. Alter, das war die Schlacht um Falldorf, ey. Meine Güte. Das war wirklich die Schlacht um Falldorf. Das war wirklich die Schlacht. Oh, und jetzt kommt die Rattenflut. Es war töricht, sich über die Skavenhorden zu sorgen. Außer ein paar vereinzelten Kundschaften ist die Oberfläche völlig ruhig. Und doch sind dort Krallenspuren, wo keine sein sollten. Huschende Geräusche in der Nacht. Das unheilvolle Glühen von Warpstein, das aus entfernten Höhlen und den Eingängen der Tunnelwege dringt. Irgendwas stimmt hier nicht. Es beginnt. Wo kommt ihr her? Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Geht's erst nächste Runde los? Oder habe ich Glück, was die Spawns angeht? Würde mich nicht wundern, wenn direkt in Skaven bleibt, welche rauskommen. Wahrscheinlich nächste Runde dann, oder? Ja, wahrscheinlich nächste Runde kommen sie. Okay, ich habe letztes Mal den Cliffhanger gemacht. Jetzt haben wir es ziemlich sicher. Jetzt haben wir erstmal noch eine fette Schlacht um Falldorf gehabt. Und dafür geht's jetzt nächste Runde los mit der Rattenfut, wie es aussieht. Und da muss ich mich noch drauf vorbereiten. Da müssen wir natürlich noch gucken, ob ich vielleicht sogar noch einen weiteren Kommandanten raushole ins Skavenblight. Um nochmal eine extra Armee zu haben. Und du machst mir nochmal ein paar Sachen. Nochmal ein paar Giselles und den Rest gucken wir mal. Okay, gut. Dann bedanke ich mich hier fürs Zusehen. Auch wieder eine etwas kürzere Folge, aber ich versuche es gerade thematisch zu halten. Und es ist gerade ein schöner Übergang, muss ich sagen. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei der Rattenflut wieder. Das war jetzt erstmal noch die Falldorf-Folge. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.